Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. Tour de Rock ist heute sehr gut. Ich muss gerade mal gucken, ich habe da noch meine Trophäe. Die kann ich hier vielleicht mal irgendwo hinstellen. Die brauche ich ja nicht immer mit rumschleppen. Genau, die. So. Dann gehen wir mal zu dem Rennen. Karl, wie geht's dir? Ich mag dir nochmal dafür Danke sagen, wie du mich bei den Fotos unterstützen konntest. Der Verlust dieser Fotos hat mich zu der Einsicht geführt, dass die Erinnerungen für mich alles sind. Mein neuestes Album ist fast halb voll. Ich frage mich, werden wir wirklich alles finden? Es war auch ein Brief in der alten... na gut, egal. Wenn du noch mehr dieser Fotos siehst, sag mir bitte Bescheid. Du bist bestimmt sehr beschäftigt. Deine Werkstatt blüht ja richtig auf. Diese ganze Generation, die hat es wirklich in sich. Ich denke, es gibt nur ein Foto mehr, aber du hattest schon genügend zu tun, Karl. Ehrlich. Durch dich konnte ich sehen, wie mein Leben vor meinen Augen langsam vergeht. Nur wenigen bietet sich diese Gelegenheit. So, finde und besiege Jack. Muss ich gerade mal gucken, wann ist denn das Sandrennen? 12 Uhr, Tour de Rock. Oh, geht zum Sand vor 9 Uhr. Ja, dann gehen wir aber sofort hin. Vor 9 Uhr. Vielleicht hätten wir fahren sollen, wobei, so geht's auch. Müsste noch hinhauen. Achso, und ich muss noch zu Anschuhe, ne? Aber das machen wir natürlich nicht jetzt. Das machen wir nach Tour de Rock. Mädels da vorne sollten nicht, ich auch bei so will, nicht auf den Schienen laufen. Es empfiehlt sich nicht. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Da ist man ja nicht mal so eben hingelaufen, ne? Hätte natürlich das Taxi nehmen können, aber habe ich zu spät dran gedacht. Da habe ich zu spät dran gedacht. Aber bis 9 sollten wir das eigentlich schaffen. Machen wir ein bisschen Sandrennen-Action. So. According to our resident journalist Ernest, sand running dates back to the earliest days of the Ufala. The boards have you whizzing across the sand, the sound of the wind whistling against your ear. So. The boards have you whizzing across the sand, the sound of the wind whistling against your ear. So, willkommen zur allerersten Tour des Rock in Sandrock. Bürgermeisterin Trudy, hättest du dir jemals vorstellen können, dass es so aussehen würde? So viele strahlende, glückliche Gesichter. Ich dachte, ein kostenloser Wettbewerb würde ein paar Leute anlocken, aber er ist noch viel voller, als ich je gedacht hätte. Also, sind alle gespannt auf unseren kleinen Wettbewerb? Kräfte messen, Geschicklichkeit, gesprochene Prosa, was auch immer. Hauptsache, ich komme aus dem Haus. Ich habe die Abläufe gestern Abend überprüft, doppelt und dreifach. Ich kann euch garantieren, dass es absolut sicher ist. Es sei denn, es gibt einen Sturz. Aber das ist eher ein Problem von euch, oder? Die Schlitten? Die sind sicher. So ein inspirierendes Ereignis. So Tour de Rock. Ein echtes Sandrock-Event. Darf ich euch... Das darf ich nicht verpassen. Es fängt wirklich den lokalen Geist an. Los, komm schon. Je schneller wir mit der Sache anfangen, desto schneller kann ich sie gewinnen. Schon gut, schon gut. Ich hasse es, euch alle warten zu lassen. Aber bevor wir anfangen, habe ich noch eine klitzekleine Ankündigung. Katori hat sehr hart gearbeitet, um uns dieses Ereignis zu ermöglichen. Also lasst uns ihr zuerst helfen.
Vielleicht kann ich Sandrock sogar helfen, sich einen Namen zu machen. Aber andererseits, aufgrund der heutigen Beteiligung und des freundlichen Empfangs, den wir erhalten haben, freue ich mich, ankündigen zu können, dass die Tour de Rock ein fester Bestandteil des Sandrock-Jahreskalenders werden wird. Einmal im Jahr, jedes Jahr. Was sagt ihr dazu? Wow, bei Peach. Ich habe noch nie eine Tradition begonnen. Haha, gut, Katori, du hast eine Menge gehört. Klingt so, als ob die Tour de Rock einstimmig beschlossen wurde. Um die Details kümmern wir uns später. Aber für heute, nun ja, lasst uns loslegen. So. Dann starten wir mal. Hi, Jasmine. Mr. Bronco, das Kind denkt, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich bin ein echtes Kind. Was könnte ich tun? Vielleicht sollte ich etwas tun, um ihm Recht zu geben? Brrr, ich hasse es, zu Unrecht beschuldigt zu werden. See you. Sonst noch gar keiner hier. Modus auswählen. Ja, nimm am Wettbewerb teil. Oh, gegen Elsie. Elsie und Amira ist ganz vorne. Und Trudy ist auch dabei. Kriegen wir Amira? Ey, nicht schubsen. Liegt da einfach mal so ein großer Felsen drin. Naja, erster werde ich glaube ich nicht. Rudi, Hugo und Amira sind vor mir. Aber wir haben das Ziel erreicht. So. Hi, Elsie. Ich melde mich immer für die Sandrünenrennen an. Team Ranch Go! Pablo, mit dem können wir auch nochmal reden. Ah, dieser brutale Kopfgeldjäger. Meine bescheidene Behausung auf der Suche nach Hinweisen durchwühlte, sprühte ich ihm heimlich mit Parfum ein, um seinen Moschusgeruch zu überdecken. Tragischerweise haben seine persönlichen Pheromone meinen Predo-Duft überwältigt und es auf die dunkle Seite gezogen. Jetzt riecht er wie Martini in einer Sportsocke drin. Eigentlich bin ich ein großer Fan von Extremsportarten. Ja. Kann ich dir eigentlich was schenken? Magst du vielleicht irgendwas? So einen Kamm? Das ist ein übliches Geschenk. Nun, danke. So, kommen wir nochmal. Nehmen am Wettbewerb teil. Ah, wieder die gleiche Truppe. Elsie ist vorne. Jetzt sind wir vorne, sehr gut. Ich habe eben immer vergessen, mal wieder auf Q zu drücken. Oh, oh, oh.
Ilse ist aber ganz weit vorne. Ah? Na? Jawohl, geschafft. Kurz vor Elsie. So, Turbodrock beendet. Können wir da irgendwas Interessantes holen? Ghetto Blaster. Glück plus 9. Ausdauer plus 6. Das ist alles nicht so spannend. Musikbox fliegender Lotus. Verteidigungspunkte. Oh, plus 56. Wie viel von den Dingern habe ich denn? 278, die könnten wir holen. Plus 86. Plus 60. Lebenspunkte plus 465. Plus 86, Ausdauer plus 8. Das ist natürlich auch nicht doof, ne? 118 haben wir noch. Ja, okay. Passt. So. Dann gucken wir gerade mal, dass ich das vielleicht auch anziehe. Oberteil, was ist, hat das? Plus 96 sogar. Okay, das hat deutlich mehr als jetzt. Plus 110. Die ist nochmal besser. Plus 121. Ja, und da sind wir momentan ganz gut bedient. Okay. Hut, haben wir da noch einen besseren? Ne. Hose. Da sind wir momentan auch Maximum. Schuhe. Ja, haben wir auch die besten. Haben wir da noch was, was mehr bringt? Wir haben aktuell Regenbogen, Sorbet, Halskette. Verteidigungspunkte plus 11. Kritische Schaden plus 4. Verteidigungspunkte plus 15. Dann nehmen wir den. Und was haben wir da? Die Ohrringe, Lebenspunkte plus 124. Ja, das ist okay. Sternenkreuzer, Monokel. Verteidigungspunkte plus 10. Kritischer Schaden plus 8 plus 11. Ach so. Da kann ich nicht. Plus 16. Plus 15. Dann machen wir das so und dann machen wir den dahin. Okay, passt. So, wir haben 18 Uhr. Die Frage, ob wir noch zu Bogan Jack gehen. Hi. Hi. Dieser Mann hat keinen Respekt vor dem Eigentum anderer. Der Kopfgeldjäger ist in mein Atelier eingedrungen. Er hat fast einige meiner Keramiken zerbrochen, als er auf der Suche nach Hinweisen herumstöberte. Wenn er dich belästigt, Karl, sei einfach streng. Das ist mein Rat. See ya. See you. Achso, dir könnte ich ja noch was schenken, ne? Für dich sollte ich doch was dabei haben. Mag sie eine Lupe? Hm, nicht wirklich. So, oh, mit dir habe ich schon geredet. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir vielleicht noch zu Bogan Jack gehen. Ich meine, ich weiß, wo er ist. Bei uns da hinten irgendwo. Also auf der anderen Seite des Tals.
Oder das machen wir am morgigen Tag im Hellen, ne? Das ist, glaube ich, besser. Fahren wir jetzt heim. Da ist noch Lawine. Da ist noch was. Da ist noch was. Wir fahren jetzt erstmal zum Bahnhof. Ich will da hinreiten. Gecko-Station. Kirchenstation, Schonosch, Klippe, Alfaula. Schiffswrack. Bahnhof, da wollte ich hin. Machen wir es halt so. Gucken, wen der da wieder belästigt. So. Ihr hattet also schon mal Banditen in eurem Zug? Hattet ihr in letzter Zeit irgendwelche Banditen im Zug? Puh, ich weiß es wirklich nicht. Was meinst du, Kumpel? Und ich würde dir empfehlen, deine nächsten Worte sehr sorgfältig zu wählen. In letzter Zeit läuft alles reibungslos. Wenn es Banditen in unseren Zügen gab, dann haben wir sie nicht bemerkbar gemacht. Oh, du weißt nicht, wann du die Klappe halten musst, oder? Erzähl mir von den Banditen. Du fängst besser gleich an zu singen, oder das Licht wird dir beistehen müssen. Nein, ich meine, ich könnte dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob irgendwelche Banditen in meinen Zügen waren. Ein Besserwisser, was? Logan hat Jensen genauso geschadet wie allen anderen. Zieh dich zurück. Es ist wahr, ich arbeite schon mein ganzes Leben am Bahnhof und wir hatten noch nie so wenig Fahrgäste. Hm, er arbeitet seit 50 Jahren von 9 bis 5, scheint immer pünktlich, behandelt seine Kollegen mit Respekt. Und dann wendet er sich von ihnen allen ab, um einer Gang beizutreten? Gut, du hast recht, Karl. Du kannst froh sein, dass du einen so scharfsinnigen Freund hast, der dir hilft, Zugführer. Vielleicht solltest du in Zukunft etwas weniger kriminell sprechen. Danke, Karl. Ich liebe unsere Züge mehr als jeder andere. Ich würde nie etwas tun, was ihnen schadet. Bronco ist schon schwierig. So, aber wir beenden die heutige Folge mal. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.